nee, sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufhörst, immer musst und dich packt der Bus, dann sing ne 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 ne. Geburtstagskind, freust du dich schon auf deine Party? Und wie? Wir spielen Fang das lustige Hippo und tanzen die Gänseblümchen und... Vergiss den Clown nicht. Oh ja, der Clown! Wozu ein Clown? Du bist doch selbst einer. Sei nicht so gemein, Henry. Wenn er Geburtstag hat, wieso muss ich dann eigentlich baden? Jetzt ab mit dir und hilf deinem Vater bei den Geschenktüten. Yippie, yippie, yippie! Und ich muss ja noch den Geburtstagskuchen fertig machen. Kuchen? Das klingt schon besser. Ich habe Bert eingeladen. Ja! Damit du Gesellschaft hast. Aber versprich mir, dass du dich benimmst, Henry. Ja, Mama. Ich nehme an, der Zwerg muss hin und wieder auch mal Geburtstag feiern dürfen. Oh, danke. Nicht rein. Wir haben nämlich schon einen Clown. Ja, und der steht direkt vor meiner Nase. Geh mir aus dem Weg. Wegen dieser Party verpasse ich meine Lieblingssendung. Wehe, das lohnt sich nicht. Bert, sieh dir das an. Der Kuchen ist bestimmt oberlecker. Der gehört mir. Den Kuchen gibt es erst nach der Clown-Vorstellung. Wo sind die Süßigkeiten? Henry, hast du Peters Geburtstagsgeschenk? Ja, es ist oben. Yippie! Ui, eine Handpuppe! Danke, Ludwig! Schau, Mama, ich habe eine Taschenlampe bekommen, damit ich im Dunkeln Märchen lesen kann. Selbstgestrickte Ohrenwärmer, ein großes Blumenlexikon und eine Schachtel Verschwindibus-Schokolade von Laura. Verschwindibus-Schokolade? Ja, die kann einfach verschwinden. Warte, bis Peter eine Ladung davon abkriegt. Stinkbombe. Henry, wie kannst du nur so gemein sein? Geht mal alle rein, die Clown-Vorstellung fängt gleich an. Noch so ein Streich und ihr beide bekommt kein einziges Stück Kuchen. Keinen Kuchen? Kein Stück. Und jetzt geht rein zu den anderen. Bringen wir es einfach hinter uns. Ich bin Felix, der Clown. Das ist ja lustig. Also, wo ist das Geburtstagskind? Was ist das? Das ist ein Löwe. Tu den sofort weg. Vor Löwen trete ich nicht auf. Warum nicht? Sagen wir einfach, ich hatte ein schlimmes Erlebnis im Zirkus. Gut, also, jetzt kommen die Zaubertricks. Echt?
toll. Gibt's jetzt den Kuchen? Wir müssen die Sache beschleunigen. Ich will jetzt endlich Kuchen. Mein nächster Trick, die Milch, die auf wundersame Weise verschwindet. Die Milch ist verschwunden. Keine Angst, hier ist sie. Ich habe sie gefunden. Ja. Sei nicht so gemein, Henry. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Und als nächstes kommt die auf wundersame Weise verschwindende Banane. Und jetzt lasse ich die Banane ganz verschwinden. Weiß einer von euch, wo sie ist? Ja. Sie ist hier. Können wir jetzt den Kuchen essen? Nicht bevor die Vorstellung zu Ende ist. Du bist ja ein cleveres Bürschchen. Du darfst beim nächsten Trick mein Assistent sein. Was? Bei der wundersamen Kiste der Verwirrung. Ich werde nun versuchen, diesen cleveren Jungen verschwinden zu lassen. Bravo, bravo, das ist ja wunderbar. Steig in die Kiste. Ach, na gut. Für ein Stück Kuchen mache ich alles. A la Kadam! Hübscher Rock, Henry! Hey! Ups, ich Dummerchen. Da habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Versuchen wir es nochmal. Abracadabra! Letzter Versuch. Piff, paff, piggeli-du. Sei nicht so gemein, Henry. So, jetzt gibt's erstmal einen Saft. Ja, und dann kommt der zweite Teil der Vorstellung. Oh nein, so kriegen wir nie unseren Kuchen. Hast du das gesehen? Er hat ja wirklich Angst vor Löwen. Das ist es! Genau! Löwen! Ich habe im Esszimmer für euch gedeckt. Ui, das ist der tollste Geburtstag aller Zeiten! Und vergesst nicht, kein Kuchen, bis der Clown mit seiner Vorstellung fertig ist. Röcke stehen dir eigentlich gut, Henry. Lass mich in Ruhe! Dann kann ich aufräumen. Gut, mein Teil ist erledigt. Hast du gemacht, was ich gesagt habe? Alles klar, die Show kann beginnen. Ich bin der große Mysterio und kann mich aus allen Fesseln befreien. Wer von euch möchte den großen Mysterio fesseln? Ich. Darf ich bitte? Ich bin das Geburtstagskind. Handschellen und Seil sind für mich ein Klacks. Und nun werde ich mich in nur 12 Sekunden befreien. Fangt rückwärts an zu zählen. 12. 11. 10. 9. Das gibt's doch nicht. 8. 7. Gesagt, Mama? Aus dem Zoo ist ein Tier ausgebrochen? Das gibt's doch nicht. Ein Löwe? Ein Löwe? Nein, nein, nicht schon wieder. Da ist er, der Löwe. Oha. Ah! 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 Hilfe!
gesagt, das funktioniert. Jetzt bleibt für uns sogar noch mehr Kuchen. Wo ist der Löwe? Ich hab ihn verjagt. Was soll denn das Gebrüll? Wo sind denn alle hin? Keine Ahnung. Können wir jetzt den Kuchen essen? Oh ja, von mir aus.